Hallo YouTube und Anime-Freunde da draußen, willkommen zu einem neuen Video hier bei Gabatons. Ja, heute mache ich wieder ein Video, wo ich was auspacke, vorstelle und bewerte. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken an Universum Anime, die liebe Sophia, die mir das zweite Exemplar von Ghost in the Shell Arise bestellt hat, weil eigentlich wollte ich es nicht, weil ich nicht so der große Ghost in the Shell-Fan bin. Aber ich muss sagen, gut, dass sie mich nochmal gefragt hat, weil die Serie gefällt mir doch sehr gut. Und an dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank an Universum Anime und an Sophia und sorry für die lange Wartezeit wegen diesem Video. Aber wie ich dir schon gesagt habe, Sophia, ich hatte das mit meinem Hund, der gestorben ist, und noch meine berufliche, ja, Werdegang hat sich geändert und deswegen hat das etwas gedauert. Aber jetzt sind wir dabei und ihr könnt hier heute auch was gewinnen, und zwar auch das Volumen 2 auf DVD, dazu aber später mehr. Ja, ich habe Volumen 2 gestellt bekommen, habe mir dann Volumen 1 gekauft und geguckt. Dazu kommt gleich auch ein Review, beziehungsweise Ersteindruck, weil Review nenne ich das nicht. Aber es steht halt im Titel. Also dazu kommt dann später was und wir machen ein Unboxing zu Volumen 2 und Volumen 3, was vor kurzem erschienen ist. Darum tue ich den mal kurz aus Seite, den sehen wir aber gleich wieder. Fangen wir mit Volumen 2 an. Übrigens, alle Anime hier gibt es auf DVD und Blu-ray, werde ich euch zu Amazon verlinken, wie auch einen Trailer zu dieser Serie und weitere Informationen. Einfach mal in die Videobeschreibung gucken. Ja, hier haben wir Ghost in the Shell Arise Volumen 2 mit der Episode Border 3 Ghost Tears und Border 4 Ghost Stand Alone, ab 16 Jahren freigegeben. Diese Episoden sind eigentlich kleine Filme, die immer so, ja, 50 Minuten gehen, also immer zwei pro Episode, und die sind schon lang und sind auch sehr gut. Hier haben wir extra ein Booklet, Border 3, 20 Seiten, Border 4, 20 Seiten, Original Trailer und Spot-Kurzfilme, Lukuma, Memory of Gear, Making of Arise, Ghost in the Shell Arise, Border This Project. Laufzeit der Hauptfilme sind 112 Minuten, Laufzeit der Extra 48 Minuten. Bildformat haben wir hier 1,81,1 oder 16 zu 9. Ton ist Dolby Digital 5.1. Sprachen haben wir hier Deutsch und Japanisch. Untertitel Deutsch, Regionalcode 2. Und dann gucken wir jetzt mal rein. Wie gesagt, das Volumen 2 könnt ihr bei mir gewinnen. Dazu aber am Ende des Videos mehr, wenn das mit dem Gewinnspiel kommt. So sieht das Cover aus. Dann haben wir hier ein Wendecover. Die Disc ist rot. So sieht das dann ohne aus. Wie gesagt, die Disc ist rot. Und diese Heftchen, die dabei sind, das sind eigentlich Episoden-Guides. Da stehen dann praktisch, kann man dann gucken. Also wer das nicht sehen will, hier haben wir dann Ghost Tears. Dann steht da halt ein bisschen von der Story drin, beziehungsweise die ganze Story und die ganzen Charaktere werden dann vorgestellt aus dieser Episode oder aus diesem Film. Ich sag, das sind Filme. Und wie in dem einen Video, wie eben gesagt, ich bin nicht so der große Ghost in the Shell-Fan. Ich fand den Film zwar damals cool, aber so gehypt wie andere habe ich den nie. Dann gab es ja nochmal, der Film ist ja von 95, glaube ich, später mit King of My Castle nochmal so ein Hype um Ghost in the Shell, und da war es erstmal still, bis dann ja die neuen Serien kamen, und jetzt kam ja auch 2017 der Film mit Scarlett Johansson. Den habe ich noch nicht gesehen. Die Serie Arise spielt übrigens vor den Film, also vor den alten Anime-Manga-Filmen. Und auch vor den anderen Serien. Und finde ich sehr gut. Also ich wollte den erst nicht haben, aber dann hat sich mich nochmal diese liebe Sophia gefragt. Und bin doch froh, dass ich ja gesagt habe, weil die Serie gefällt mir doch sehr gut. Die hätte ich mir irgendwann mal gekauft, aber jetzt nicht. So, das war Volumen 2. Wenn ich das Video mache, beziehungsweise sagen wir lieber Eindrücke, werde ich auch wieder Bilder einblenden. Ja, dann haben wir hier das neue Volumen, Arise Pyrohonic Cult. Das ist jetzt auch vor kurzem erschienen. Dann haben wir hier extra Booklet, Pyrohonic Cult, 16 Seiten. Lukikoma Present Border 1 und 2. Special Designs, Original Trailer, Spots, Ultimate 9 Performance, Evolution, Preview, Clips, Alternative, Architecture, Textlink, Opening, Alternative, Architecture. Hier haben wir in Laufzeit des Hauptfilms 45 Minuten, also ist dann wohl nur einer. Und extra 42 Minuten. Bildformat ist wieder 1,78 und 16 zu 9. Und Ton ist Dolby Digital 5.1 auf Japanisch und Deutsch und Regionalcode 2. Den habe ich mir übrigens bei der Aktion 3 für 2 gekauft bei Amazon. Aber ich werde euch auch nochmal alle Volumen auf DVD und Blu-ray unten in der Videobeschreibung verlinken. Also könnt ihr euch dann entscheiden, ob ihr euch hier DVD holen wollt. Oder die Blu-ray, wenn ihr das zweite Volumen gewinnt, dann müsst ihr euch ja eh das Volumen 1 und 3 holen. So, dann haben wir hier alles in Gelb. Die eine Disc war rot, hier haben wir Gelb, auch mit einem Wendecover. Leider gibt es keinen Schuber, das finde ich etwas schade.
Und so haben wir dann wieder dieses ja, Episoden da. Das ist ein bisschen vom Papier hochwertiger als das andere. Das war auch schon hochwertig, aber das ist, fühlt sich sowieso Postkarten an. Wir haben auch weniger Bilder. Das ist dann eher so ein Interview, glaube ich. Ja. Aber es auch fühlt sich gut an, riecht gut. Oh ja. Also wie gesagt, Gewinnspiel kommt gleich. Jetzt kommt erstmal das Review. Ach, ich sage mal Review. Ersteindruck, weil ist ja kein Review bei mir. Es ist ein Ersteindruck der ersten Episode bei mir. Und das werdet ihr jetzt gleich sehen. Und nach dem Ersteindruck kommt dann das Gewinnspiel und dann meine Bewertung zur ersten Episode. Weil ihr sollt ja auch noch was sehen. So, jetzt mach ich einen kurzen Schnitt. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Und wir kommen zurück zur Part 2. Jetzt werde ich nochmal schnell das erste Volumen vorstellen. Da haben wir die Episoden Ghost Pain und Ghost Whisper drauf. Extra haben wir hier Booklet Border 21 Seiten, Booklet Border 20 Seiten, Original Trailer und Spot, Kurzfilme, Luki Koma, Border 1, Cyber Brain, ILG, Night und Cast Night, Death Code, 501 Files, South Face, X Ghost in the Shell, Arise, Nova Mission, Werbevideo und Pacific Racing Team. Ja, dann gibt es hier halt noch Trailer von anderen Anime drauf. Episodenlänge bzw. der Filmlänge sind 110 Minuten. Das, wie gesagt, es sind eher Filme für mich gewesen. Circa 43 Minuten haben wir hier extra. Filmlänge 110 Minuten. Bildformat ist 1,78,1 oder 16 zu 9. Ton ist Dolby Digital 5.1 auf Deutsch und Japanisch. Untertitel Deutsch, Originalcode 2. Und das machen wir jetzt mal auf. Die Disc ist blau und nicht rot oder gelb. Farblich sehr gut gemacht. Dann haben wir diese zwei Border zu den Episoden und ein Wendecover über allen Volumen. Dann haben wir das Ghost Pain und Whisper. Ich zeige euch mal schnell Whisper, wenn ihr das sehen wollt, weil da werde ich nicht so viel drauf eingehen. Aber was ich cool finde bei diesem Book, das ist halt kurze Einführung zu den Stories immer, wo es beschrieben wird. Und auch die ganzen Charaktere werden ja nochmal beschrieben, die da vorkommen. Und das finde ich sehr cool. Und das ist echt lobenswert. Und ja, gefällt mir. Kommen wir zu dem Eindruck, beziehungsweise Review, mal gucken, wie ich es nennen werde oben. Das ist die Folge Ghost Pain, die habe ich mir als erste angesehen. Und es fängt damit an, dass die Sektion 9 ein Grab aushebt. Die Sektion 9 ist eine Antiterroreinheit unter der Führung von Chief Aramaki. Das ist der Herr hier oben links. Und das Grab, was sie ausheben wollen, ist von Leutnant Colonel Mamuro. Das ist der Chef von der Hauptcharakterin hier, dieser Dame von Motoko Kusanagi. Sie war halt in der Einheit von ihm und ist Major. Und sie möchte das erst nicht, weil sie sagt, das ist Grabschändung. Aber dann sagt der Polizeichef da von der Antiterrorheit, dass er auch für ihn gedient hat. Und dann verstehen die sich halt und heben das Grab aus. In dem Grab ist aber nicht die Leiche von dem Leutnant, sondern eine Kampfdroide. Das ist so eine. Und sie kämpft dann gegen diese Beamten und Kusanagi wird dann aber zerstört. Dann arbeiten die beiden zusammen und bei den Ermittlungen stellt sie fest, dass also Soldaten aus der Einheit diesen Leutnant umgebracht haben und der Leutnant soll angeblich ja Waffenhandel getrieben haben, Schwarzgeld kassiert haben, was er nicht gemacht hat. Deswegen sind auch die Ermittlungen von der Antiterrorheit bei den Leutnant. Und bei den Ermittlungen wird das dann immer ein bisschen verzwickter, aber später ist das so, dass die Ermittlungen auf Kusanagi zurückfallen und die Antiterroreinheit sagt, du stehst jetzt eigentlich in Verdacht, ihn umgebracht haben und die Waffen zu verkauft haben, weil du schon seit 7 Tagen hier bist. Aber sie denkt, sie wäre seit 3 Tagen erst da. Und sie hat ein Virus eingepflanzt bekommen. Und deswegen sieht sie Sachen anders, als sie wirklich sind und weiß nachher nicht mehr, was Realität ist und was nicht Realität ist. Ja, und deswegen kommt sie in Verdacht und alles, was sie sich eingebildet hat, sie sieht zum Beispiel ein Foto mit den Leuten, wo die Frauen und sie als Kind drauf ist, das gibt's gar nicht. Die Druiden ist manchmal in ihrem Zimmer, die ist gar nicht da. Dann hat sie die Wand beschriftet, etc. Aber sie kriegt nachher raus, welche Soldaten aus der Einheit das gewesen sind. Welche sage ich jetzt natürlich nicht. Und stellt natürlich die Leute, die da wirklich mal zu tun haben und wischt die Weste wieder weiß vom Leutnant. Und ja, kommt aus dem Verdacht raus, dass sie nicht die Mörderin ist. Und das ist eine Geschichte, das wusste ich auch nicht. Ghost in the Shell Arise spielt vor den alten Filmen zum Beispiel und auch vor den Animationsfilmen. Und war sehr spannend. Und ich kann euch sagen, wenn ihr Serien wie Conan mögt, wird euch Ghost in the Shell Arise sehr gut gefallen. Also hätte ich nicht gedacht.
Deswegen bin ich schon mal froh, also sehr froh, dass ich die Serie gestellt bekomme. Sonst hätte ich mir die anderen Blumen erst noch gar nicht gekauft und die ersten Blumen irgendwann mal. Aber hat mir sehr gut gefallen und gute Story, sehr spannend. In der ersten Episode ist nicht so viel Action wie in der zweiten, aber das stört nicht, weil das ist gut gemacht, war spannend, wie gesagt. Und kann ich empfehlen, aber jetzt kommen wir eh zur Bewertung. Da gehe ich nochmal ein bisschen drauf ein. Also bis gleich. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mein Ersteindruck. Und wir kommen zu Part 3 der Bewertung. Ja, Punkt 1, Animation. Und ihr wisst ja, ich gebe mal 5 Sterne, ist das Höchste. Und die Animation und auch der Zeichenstil und die Farben hat mir sehr gut gefallen. Manchmal hat mir der Zeichenstil bei manchen Charakteren nicht so gefallen, aber im Ganzen doch sehr schön und auch sehr kräftig von den Farben und sieht sehr gut aus. Auch dass man merkt, dass das Hi-Fi ist und alles, passt alles sehr so gut zusammen und die Animationen sind echt gut und schnell. Also es hat mir sehr gut gefallen und deswegen bekommen die Animationen von mir 5 von 5 Sternen. Die deutsche Synchronisation kriegt auch glatte 5 Sterne von mir, weil dann kann man Universum Anime immer sicher sein. Universum Anime macht immer gute Synchronisation. Und ich hatte da auch wieder keinen Charakter, der mir nicht gefallen hat von der Stimme. Alles perfekt. Da sind auch bekannte Stimmen dabei, wie die Stimme von Danny aus Stargate zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie der Sprecher heißt, aber alles passt perfekt und deswegen 5 Sterne. Verpackung und Cover, das ist so eine Sache. Also die Cover finde ich eigentlich sehr schön, alle drei. Aber das Cover von Veloden 3 finde ich am schönsten, weil es so schön feuergelb, orange ist. Aber auch die anderen zwei Cover gefallen mir sehr gut. Was schick gewesen wäre, wäre eine Box, wo man die drei Volumen reinschieben kann für DVD und Blu-ray. Gibt es leider nicht. Aber diese Booklets von den Filmen, die dabei sind, finde ich sehr schick gemacht. Deswegen gibt es von mir immer noch 4 Sterne. Und auch die DVD-Hüllen sind ja nicht billig. Ich mag diese schwarzen billigen Hüllen nicht. Das sind ja diese dorsischen, die hochwertigen Hüllen. Und deswegen gibt es von mir da 4 Sterne. Ja, und die Story ist, wie gesagt, von der ersten Episode, die zweite Episode hat mehr Action halt, aber war auch gut. Sehr spannend, also die Serie hat mich direkt in den Bann gezogen, hätte ich nicht gedacht, wie gesagt, ich bin nicht so der große Ghost in Shell Fan gewesen, oder immer noch nicht, aber Arise gefällt mir richtig gut. Ich kann euch nicht sagen, warum, das ist einfach so ein Spannend. Ich mag ja auch Detektiv Conan und andere Serien, die in eine Richtung gehen, wie Hamatora hieß das, glaube ich, und das passt perfekt da rein, also das ist richtig gut und hier und da ist es auch ein bisschen witzig. Es ist cool zu sehen, wie die Charaktere sich kennengelernt haben von dem Film zum Beispiel. Und hat mir sehr gut gefallen. Deswegen gibt es von mir auch 5 von 5 Sterne für das erste Volumen. Das zweite Volumen, das dritte Volumen habe ich noch nicht gesehen. Also ist die Bewertung nur auf die erste Volumen zu beziehen. Also 5 von 5 Sternen bei der ersten Volumen. Ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen, das Video. Ich werde hier nochmal irgendwo was einblenden, die DVDs und Blu-ray, die drei Volumen. Und wie gesagt, wenn euch der Anime interessieren sollte oder ihr das zweite Volumen gewinnen solltet, dann Amazon links unten in der Videobeschreibung. Aber ich werde jetzt nochmal einen vierten Part machen, wo ich euch nochmal darauf hinweisen werde, wie ihr das gewinnen könnt. Oder ich sage es einfach hier. Ne, ich sage es einfach hier. Wenn ihr das zweite Volumen gewinnen wollt, ihr müsst nur Abonnent oder Abonnentin sein. Bitte abonniert mich nicht jetzt erst wegen dem Gewinnspiel. Ich hoffe, ihr seid schon Abonnenten und Abonnentin. Und ihr müsst einfach nur einen Kommentar zum Video schreiben. Mehr will ich gar nicht. Und es gibt ja auch keine Bedingungen sonst weiter. Nur Abonnent oder Abonnentin sein. Und das Gewinnspiel endet, ja, ich würde sagen so Mitte September, würde ich sagen. Plus, minus, aber es wird Mitte September enden. Und dann kann einer von euch Volumen 2 gewinnen. Wenn ihr dann halt gewinnt und ihr wollt Volumen 1 und 3 haben, wie gesagt, das sind immer Filme für sich, ihr könnt die auch so verstehen, dann könnt ihr euch die noch nachkaufen auf DVD oder Blu-ray, je nachdem, was ihr sammelt. Oder ihr sammelt alle drei. Ist unten verlinkt. Auch weitere Informationen und einen Trailer. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an Universum Anime für das Musterexemplar. Und nochmal für die Geduld und Verständnis. Ich sage auf Wiedersehen. Würde mich über eure Kommentarmeldungen sehr freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Gavatron. Tschüss.